immer eine gute Gelegenheit, wenn Politik auf Wirtschaft trifft, wenn man sich austauscht, wenn man jeweils die Perspektive des anderen versucht wahrzunehmen und sich in seine Situation hineinversetzen. Und wenn bei solchen Gesprächen hinterher was Vernünftiges rauskommt, wo sowohl die Politik als auch Verwaltung als auch Wirtschaft mit leben kann, dann hat ein solcher Dialog schon sein Ziel erreicht. Es ist eine wunderbare Idee, die Kraft-Wärme-Kopplung zu nutzen. Es gibt hohe Effizienzquoten. Ich glaube, das ist eines der Zukunftsmodelle für den Heizungskeller. Und deswegen unterstütze ich auch die Kraft-Wärme-Kopplung in diesem Bereich. Also es gibt natürlich verschiedene Modelle. Man braucht Förderung von solchen innovativen Techniken. Da ist das Erneuerbare Wärmegesetz, was wir in Hessen als SPD-Fraktion geplant haben, für den Altbaubestand ein richtiger Weg, weil die Mehrheit der Gebäude sind Altbauten, nur ein Bruchteil ist Neubau und da regelt der Bund genau diese Dinge. Oder auch als weiteres Beispiel die Marburger Solarsatzung. Auch da gibt es kommunale Möglichkeiten, solche innovativen Projekte im Keller und vielleicht auch auf dem Dach zu nutzen.